Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Podcast Hufgeflüster. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Mein Name ist Robina Michelic, wobei mich die meisten einfach Robi nennen. Ich bin Bauhofbearbeiterin und Energetikerin, komme aber eigentlich aus dem Marketing. Und heute möchte ich dir mal ein großes Geheimnis verraten. Und zwar ganz egal, ob das jetzt darum geht, dass du ein erfolgreiches Business führen willst, dass du einen Erfolg mit einem Tier zusammen erreichen willst, sei es jetzt die Leinenführigkeit mit dem Hund, irgendwelchen tollen Agility-Parcours mit dem Hund oder mit deinem Pferd, dass das sich ganz einfach verladen lässt oder dass du alleine ausreiten gehen kannst oder dass es um dich persönlich geht, dass du etwas erlernst, dass du eine Prüfung schaffst. Ganz egal, um sämtliche Erfolge, die du dir überlegst, wie du die am schnellsten erreichst. Darum geht es heute in dieser Podcast und Episode. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, woher soll ich denn das wissen? Habe ich vielleicht die Weisheit mit Löffel gefressen? Nein, habe ich nicht. Aber doch recht viel Lebenserfahrung, sehr viel gelernt und etwas, worauf ich immer wieder zurückkomme, ist einer meiner Leitsätze, den ich auch durch eine Fortbildung kennengelernt habe, und zwar durch die Fortbildung zum Trust Technique Practitioner. Und etwas, was der Founder von der Trust Technique, der James French, immer sagt, ist: The pace of the horse is the fastest way. Also die Geschwindigkeit des Tieres ist der schnellste Weg. Und das ist einfach so in mir drinnen hängen geblieben. Und das ist jetzt eben auch mein Leitsatz. So der Tempo des Wesens oder des Lebewesens, weil ich mit Tier und mit Mensch arbeite, ist immer der schnellste Weg. Und auch der Tempo des Körpers ist immer der schnellste Weg. Ich war letztes Wochenende gerade erst auf einer grenzgenialen Fortbildung für Faszien. Und ich weiß nicht, ob du Fortbildungen oder Faszienanwendungen kennst, aber die sind meistens mega brutal. Also da heißt es oft so, man muss eine Faszie als erstes durchbrechen, damit sie dann wieder korrekt zusammenwachsen kann. Und dort war das ganz anders. Da war das eben viel mehr in meinem Sinne, dass du den Körper darauf aufmerksam machst mit ganz sanften Berührungen. Und wenn etwas wo nicht stimmt, eventuell den Platz schaffst durch leichte Art Griffe, dass der Körper das selbst beheben kann. Weil unser Körper ist ja unglaublich, die Selbstheilungsprozesse sind ja unglaublich, und wenn man die nicht durchbricht, sondern eben auch noch dem Körper hilft, hey, schau mal, hier, es ist unglaublich, was sich da alles löst und wie lange sich das auch haltet. Und wenn du eben dein eigenes Tempo respektierst, und was meine ich damit? Ich meine, das hört sich jetzt so schön an, ja, das Tempo des Körpers ist eben so Sachen, dass du wirklich auf dich achtest. Ich habe ja vielleicht, wenn du dir schon mehrere Episoden angehört hast, ich hatte früher extrem stark mit Migränen zu kämpfen. Und ich habe sie losgeworden. Also ich habe jetzt wirklich das ganze letzte Jahr, 2023 hatte ich eine Attacke, 2024 hatte ich jetzt, glaube ich, drei, aber das war einer der stressigsten Jahre für mich zu Jahresanfang seit Ewigkeiten. Und die waren aber nicht so schlimm wie früher. Und der Grund dafür ist, dass ich voll in die Akzeptanz darin gegangen bin und jetzt auch wirklich weiß und verstehe, woher sie kommen. Denn meine Migränen kommen, wenn ich nicht in der Gegenwart bin. Wenn ich nur im Takt und das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und so unterwegs bin, dann holt mich der Schmerz in die Gegenwart, aber mit einem Wumms. Denn nichts holt dich so in die Gegenwart wie Schmerzen. Dazu gibt es übrigens eine eigene Episode. Und denkst du dir jetzt vielleicht auch wieder, ja, auf mich hören, ja, aber wenn ich gerade im Stress bin, dann kann ich das ja nicht. Oh ja, kannst du. Und zwar heißt das jetzt nicht, dass du jetzt tagelang auf der Couch liegst, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt eine Pause, sondern dass du ganz bestimmt darauf achtest, dass du bei dir bist, dass du bei deiner Authentizität bist. Und eine Kundin hat mich letztens gefragt oder gesagt, du bist eigentlich Authentizitätscoach, was ich voll, ich bin kein Coach, aber ich fand es voll lustig, dass sie das gesagt hat, denn das stimmt. Bei mir dreht sich immer alles im Endeffekt um die Authentizität. Denn wenn du authentisch bist, so wie du bist, dann bist du meistens in der Gegenwart, meistens im Hier und Jetzt, und dann überdenkst du nicht, dann
bist du nicht in irgendwelchen Dramas, dann denkst du dir nicht, oh, das könnte alles falsch gehen, sondern dann bist du einfach so authentisch und eben da. Und in diesem Stadium kannst du alles lernen. Denn wenn du beim Lernen dir denkst, oh mein Gott, und das muss ich noch lernen, und das muss ich noch wissen, und das, und ich verstehe das nicht, und dann schaffst du es maximal, wenn du die Gabe hast, dir das ins Kurzzeitgedächtnis reinzuziehen. Aber du kannst es nicht wirklich intrinsisch lernen. Bei der Trust Technique Consultation nennen wir das das zweite Level der Trust Technique, die Realization Learning. Und für mich ist das eben, also realisiertes Lernen, eins zu eins übersetzt. Und für mich ist es aber eben das intrinsische Lernen, etwas intrinsisch komplett verstehen, sodass du es lebst, sodass jede Zelle das schwingt. Beim Kurs, beim Faszienkurs haben wir da auch drüber gesprochen. Und da war so der Unterschied zwischen Wisdom, also Weisheit, und eben das Wissen. Und erst wenn du dein Wissen eben anwenden kannst, geht es in Richtung Wisdom. Und dazu musst du es aber so richtig spüren und schon mal gespürt haben und wissen, wonach du fühlst. Und auch beim Tier, wenn dein Pferd aus welchem Grund auch immer voll Angst vorm Verladen hat, dann bringt es nichts, wenn du es mit Leckerlis überlistest und irgendwie reinbringst. Dann bringt es nicht, wenn du es mit Druck nur noch schlimmer und dann wird es jedes Mal schlimmer und jedes Mal gefährlicher fürs Pferd. Als wenn du wirklich die Zeit dir nimmst und ihm hilfst dabei, da kann ich dir übrigens auch helfen, das kann ich euch beibringen, eben mit der Trust-Technik, die Gedankenlevel so zu reduzieren, dass er in sein authentisches Selbst kommt, nur vorm Hänger mal. Dass er dann lernen kann, wenn er einen Schritt rein macht, obwohl der Hänger eng ist und dunkel ist und bei einem Schritt kommt ja das Hängergewicht aufs Pferd zu. Also das ist ja, ich würde da auch nicht reingehen wollen, wenn ich es nicht verstehen würde, ja. Und dass er dann aber diese Erfahrung machen darf, obwohl der Hänger dunkel ist und eng ist. Und Pferde sind ja klaustrophobisch, die würden ja nie von allein in eine Höhle gehen. Das sind ja Fluchttiere, zu verstehen. Und es passiert trotzdem nichts. Oder eben, wenn dein Hund extrem auf andere Hundebegegnungen reagiert, dass du ihm direkt nach dieser Begegnung, nachdem er sich so aufgeregt hat, die Ruhe geben kannst zu lernen, hey, und es ist trotzdem nichts passiert, obwohl ich mich so aufgeregt habe. Und je öfter dieser Prozess wiederholt wird, desto mehr versteht dein Lebewesen oder du, um was es geht, wie es sich anfühlt, dass man sich gar nicht so aufregen braucht, dass man gar nicht so ins Drama gehen muss. Du kannst einfach authentisch bei dir bleiben und dann eröffnen sich alle neuen Wege. Und genauso ist es eben bei deinem Körper. Wenn du jetzt bei mir auf der Liege liegst und ich gehe hin und sage, wumms, das geht jetzt auf, die Verspannung, spätestens wenn du bei dir zu Hause ankommst, je nachdem, wie du fährst, wird deinem Körper, deinem Hirn wieder das Signal geben, hey, da war was, mach zu. Weil dein Körper nicht die Zeit hatte, zu verstehen, das darf sich jetzt auflösen. Die Gefahr, warum das zugegangen ist, ist nicht mehr da. Denn ein Muskel oder eine Faszie verspannt sich nur aufgrund von einer Gefahr. Und da unterscheidet der Körper nicht, ob das physisch oder psychisch ist. Sobald eine Überforderung da liegt, geht's. Und wenn du dann dem Körper die Zeit gibst, oder ich in dem Fall, wenn du bei mir auf der Liege gibst, zu verstehen, jetzt ist diese Gefahr nicht mehr da, sofern die Gefahr nicht mehr da ist natürlich, dann geht das auf und bleibt auf. Das ist eben das, was ich sage. Mit dem Tempo des Körpers ist immer der schnellste Weg. Denn ich habe jahrelang mit Migränen und Verspannungen gearbeitet und das ist dann total schnell aufgegangen. Und natürlich könntest du jetzt sagen, ja, aber was ist der schnellste Weg? Oder mir dauert das alles zu lang mit meinem Tier, ich kann da jetzt nicht stundenlang üben. Eine kleine Geschichte von meinem Orli. Mein Orli war bei der Hufbearbeitung so schwierig, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe, dass unsere damalige Hufbearbeitung aufhört, ihn zu bearbeiten, und ich hätte es verstanden. Der hat nämlich total das Thema, von fremden Leuten angegriffen zu werden. Und das war echt teilweise schon gefährlich für sie. Und ich habe mich dann eben begonnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist so ein wichtiges Thema und er hat so schwierige Hufe. Ich möchte jetzt eine ganze Ausbildung und Fortbildung dazu machen, die eben über 2 Jahre gedauert hat, um eben das Thema mit ihm auch aufzuarbeiten. Und damals war die Trust-Technik schon in meinem Leben. Und ich habe mir gedacht, so, dieses Hufe-Geben-Thema, das lösen wir jetzt auf. Und es hat gereicht, wenn ich mir einfach nur die Hufbearbeitungsschürze angezogen hat, wollte er schon nicht mehr den Huf geben. Und dann habe ich mit ihm zusammen die Gedankenlevel reduziert.
Und das Schwierige ist, und ich verstehe das auch so, wenn dir das so geht, du weißt ja nicht, wie lange du in diesem Prozess drinnen bist. Und ich dachte, das wird jetzt, ich kann jetzt jahrelang nicht die Hufe bearbeiten, weil der gibt mir die Hufe nicht. Und ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie lang es waren, aber ich glaube, es waren 3, 4 Wochen, wo ich wirklich immer, wenn ich draußen war, fast jeden Tag, habe ich mir die Hufbearbeitungsschütze angezogen und habe nach seinem Huf gefragt. Einmal. Und wenn er mir nicht gegeben hat, habe ich mich trotzdem bei ihm bedankt, habe mit ihm zusammen die Gedankenlevel reduziert, wir sind in die Entspannung gegangen und das war fertig. Und dann hat es begonnen, so nach ein paar Tagen, dass er mir kurz gegeben hat und sofort wieder runtergegeben hat. Ich wieder bedankt, Gedankenlevel reduziert, alles gut. Und dann an einem Tag, wie ersetzt, den Hebel bei ihm umgelegt, weil er einfach verstanden hat und weil ich ihm die Zeit gegeben habe, hat er einfach den Huf oben gelassen und ich habe bearbeiten können. Und jetzt, ich könnte den Huf auf einem Hufbock ablegen und einen Kaffee trinken gehen, wäre der Huf noch immer am Bock. Weil er hat damit überhaupt keinen Stress mehr, weil er verstanden hat, er wird immer den Huf kriegen, wenn er danach fragt. Und klar kann ich jetzt mittlerweile, weil er das schon verstanden hat, habe ich das Wort warten etabliert, wo er eben weiß, da mache ich nur noch 2, 3 Schnitte, weil es jetzt einfach voll doof ist, wenn ich ihm genau jetzt den Huf zurückgeben würde. Und dann krieg ich es dann wieder. Und das funktioniert jetzt auch meistens. Und wenn es nicht geht, dann weiß ich aber auch, dann hat er einen Grund, dann zwickt er meistens irgendwo eine Bremse oder es steht gerade ganz blöd da und er braucht ihn jetzt einfach sofort und dann kriegt er ihn. Es macht ja auch keinen Sinn, dass ich mit meinen 64 Kilo mit einem Pferd, das 600 Kilo hat, da jetzt um Hufe diskutiere, finde ich. Ja? Also geht eben mit der Kooperation viel leichter. Und ich verstehe das, dass das voll schwer ist, weil du weißt nicht, wie lange du in dem Prozess bist. Bei meinem Hund mit seinem Hasenthema bin ich auch schon sehr viel länger in dem Prozess, weil das einfach so schwierig ist, weil die Hasen kann ich ja nicht mit beeinflussen. Und wir hatten das Problem, dass ich da schon mal mit meinem Hund gearbeitet habe. Es hat die Gedankenlevel reduziert. Und die Hasen fanden das so angenehm, dass die auch dazu mitgekommen sind. Das hatte dann echt den gegenteiligen Effekt. Also, ja, das war dann ein bisschen eine Action. Auf alle Fälle, ich verstehe, dass das schwierig ist, weil du nicht weißt, wie lang der Prozess glaubt und dauert. Und jemand hat mal den James gefragt, den Founder von der Trust-Technik eben, ja, was man so rechnen soll, Pi mal Daumen. Und er hat darauf eine, finde ich, ganz spannende, ein bisschen fiese Antwort gegeben, weil meistens stimmt es nicht, aber trotzdem, ich finde das Mindset, das es öffnet, ganz gut, mindestens so lange, wie das Problem schon besteht. Das heißt, wenn dein Pferd sich jetzt seit 6 Jahren aufregt beim Hängerfahren, so quasi 6 Jahre. Ich kann nicht sagen, weil mein Olli war das eine Katastrophe mit der Hufbearbeitung für 2 Jahre circa. Und es ist immer kontinuierlich schlimmer geworden. Und es hat eben ein paar Wochen gebraucht, um aufzulösen. Aber trotzdem, dass du dir selbst einfach diesen Druck nimmst. Und genauso, wenn du jetzt etwas lernen möchtest oder eben etwas erzielen möchtest, schau einfach, dass du in dir authentisch bleibst. Und wenn du Hilfe brauchst, dann freue ich mich riesig, wenn du dich bei mir meldest. Ich unterstütze dich gerne auch in Bezug auf Business, in Bezug auf deine Authentizität kennenzulernen, auch mit Hilfe der 5 Elemente der klassischen östlich-asiatischen Medizin. Und eben, ich bringe dir auch gerne bei, wie du deine Gedankenlevel reduzieren kannst, damit du eben friedvolle Gefühle mit deiner Umgebung teilen kannst. Und ich freue mich, von dir zu hören. Gerne auch mit Vorschlägen für Podcast-Episoden, falls du irgendwelche Fragen hast. Ganz egal, ob es um Business-Thema geht, um die 5 Elemente, um das Thema Lust, das es ja die letzten 2 Episoden gegangen ist, oder wieder zurück zu den Pferden. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auch immer über Feedback. Bitte lass mir auch direkt beim Provider ein positives Feedback, am liebsten die 5 Sterne da. Das hilft einfach, dass ich öfter angezeigt werde im Algorithmus. Und das ist dann einfach für mich wieder eine schöne Bestätigung, dass ich dir wieder ein paar Gedankenanstöße liefern konnte. Denn darum geht es mir in der Podcast-Hufgeflüster und Gedankenanstöße. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du dir die Podcast anhörst. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, alles Liebe.